Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu EDP Spieltag Nummer 11, also dem letzten Spieltag der Hinrunde. Wir kämpfen heute gegen Metamorphosis. Oh, Metamorphosis LP, Entschuldigung. Er hat in seinem Team einen. Ich verwechsel den Namen. Demeteros T. Tornades T. Es ist immer noch ein Tornades T. Oder ist es Demeteros? Es ist Demeteros auf Deutsch. Jetzt vergessen wir es. Tornades T. Ein Saat-X, ein Heatran, ein Maxax, ein Griffeldes, ein Suicune, ein Coverlancers, ein Selfa, ein Rosana, ein Kangama und ein Pipi. Womit rechne ich denn Wunderschönes? Ich rechne mit Tornado Steel, weil man Tornado Steel eigentlich, wenn man es im Team hat, eigentlich immer mitnimmt, weil es immer irgendwas macht. Saat-X, weil es ein sehr gefährlicher D-Dancer ist, sowie Maxax, weil es ein sehr gefährlicher D-Dancer ist. Ich rechne auch mit Suicune, genauso wie Coverlancers. Coverlancers eventuell mit der Antifeuerbeere. Damit das nicht gegen Hidden Power Fire Mega Elekazam verliert. Und potenziell noch Griffeldes oder Selfe. Was habe ich dabei? Ich habe auf jeden Fall Choice Band Crocodile dabei. Ein Choice Band Crocodile. Eigentlich kann es gegen fast alles EQ'en, was halt jetzt nicht Tornado Steel oder Griffeldes ist. Und wie gesagt, ich rechne eigentlich nicht mit Griffeldes. Selfe ist halt kein Switch-In und zur Not können wir auch alles einfach knock-offen, weil das auch verdammt viel Schaden macht. Firefang und Stonehenge sind ansonsten nur zur Coverage da. Also sollte ich mal zum Beispiel Tornado Steel, aber Tornado Steel hat halt eigentlich auch keine Death, also Knockoff reicht auch. Also das wird so viel Schaden raushauen, das ist einfach wunderschön. Dann haben wir hier, heute habe ich mir wieder ein bisschen, Gedanken gemacht, habe ich hier Habanberry Kyurem Black mitgebracht, denn die Habanberry funktioniert so, dass sie Drachenattacken abschwächt und wir damit von einem Saat-X ein, ich glaube, Outrage oder Dragonclaw, von beiden auf jeden Fall überleben, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Und dann können wir es halt mit Outrage Revenge killen, beziehungsweise vielleicht auch Earth Power, wenn es Saat-X ist und in einer bestimmten Range ist. Ja. Da habe ich noch unseren Schmelzofen dabei, damit Choice Bags auch sehr großen Druck ausbaut, denn er hat keinen Ground-Type. Das heißt, wir können einfach Volt switchen, wie wir wollen. Da habe ich noch Overheat dabei, natürlich, muss eigentlich drauf, wegen Coverlance das auch. Und Shadow Ball für das Azef oder beziehungsweise allgemein, um sowas wie Heatran noch zu treffen. Wo man hätte auch sagen können, dass eine Hidden Power Ground eventuell besser gewesen wäre. Aber ich glaube, Shadow Ball, mit Shadow Ball treffen wir zumindest alles außer das Kangama. Also ist das ganz okay. Und Trick habe ich noch dabei für Suicune. Sowie Griffeldes und Pipi. Weil die damit einfach auseinandergenommen werden. Die machen dann nicht mehr viel und das ist ziemlich gut. Habe ich mir jetzt gedacht, komm, nimmst du mal Keldeo mit und probierst, ob du mit einem Subcore-Mindset was reißen kannst. Das ist eigentlich ganz normal Standard-Set, halt von den Werten her angepasst, vom Speed-Creep her. Weil wenn wir zum Beispiel gegen sowas wie gegen Suicune setupen können, oder falls das, ja, das Trend mitnimmt, da können wir setupen, können wir sehr großen Druck aufbauen, das ist ja logisch. Da habe ich Mega Elekazam dabei und Überraschung, heute ohne Sub. Das habe ich noch nicht, noch keinen einzigen Kampf gemacht. Nämlich mit Psychic, Dazzling Gleam, Energy Ball und Hidden Power Fire, einfach weil wir jeden Move brauchen. Wir sind modest. Ich weiß, das ist gefährlich, dass wir die Mega auch rausbekommen. Kann auch ein bisschen schwierig werden. Aber wir hauen halt dann so viel Damage raus. Und diese 92 Speed Def sind auch für irgendwas. Ich glaube, damit werden wir von Shadow Ball Azef nicht getwo-hitted. Irgendwas habe ich da gekalkt, das weiß ich noch. Dass wir da auf jeden Fall nicht getwo-hitted, weil das wäre dann traurig. Weil das wäre dann schon doof. Und zum Schluss haben wir noch Archeops dabei, welches Choice Scarf ist und eigentlich einen Rockside um sich werfen kann, weil er einfach keinen Switch in irgendeinen Rock-Move hat. Und das ist schon ziemlich geil. Dann die Q zu Coverage natürlich. Und die U-Turn, um die Switch-Advantage und so. Und beziehungsweise ich habe noch Defog dabei. Sollte es natürlich in dieser unter 50% Range sein, dann wäre Defog zum Beispiel vorteilhaft, wenn er mit Tren die Rocks rausgelegt haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns also gleich im Kampf wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon im Kampf und er hat tatsächlich Kangama und Pipi mitgenommen. Naja, mal schauen, was er draus macht. Ich liege auf jeden Fall mit rotem Hit, denn er hat kein Volt-Switch in. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal Volt switchen und der Psychic hat ziemlich viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Wir kriegen mit dem Volt-Switch einen Crit, der aber, glaube ich, nicht mehr gemeldet haben, da wir jetzt in unser Adamant Archops gehen. Er drückt Magic Code und was ich hier nicht ganz verstehe, wieso outspeedet er mich? Wir sind Choice Garf, wir müssen ihn outspeeden. Hat Magic Code Prio? Würde ich jetzt gerne mal wissen. Hat das eigentlich Prio? Können wir mal in die Kommentare schreiben. Wir U-Turn raus, können in Acnologia gehen. Hier dachte ich mir, komm, hol Saat-X rein. Hat er nicht getan, war eigentlich logisch, weil er ein Pipi gehen kann. Aber was soll's?
Hier habe ich die T-Wave predicted und der Double draus, ich weiß nicht, was er predicted hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in rotem Heat, können wieder Wall switchen, machen hier sehr schön soliden 45% Damage. Und können jetzt eigentlich safe in Kaleo gehen, denn ich dachte mir so, Fake Out könnte wehtun. Aber ich dachte mir trotzdem, drückst jetzt mal Sub. Beides kannst. Und ja, er geht jetzt in sein Tornadus T, drückt Hurricane, trifft. Wir drücken Scald, hoffen ein bisschen auf den Burn, den wir bekommen. Geil. Und er verliert 28%, das ist eigentlich sogar relativ viel. Ich glaube, der war nicht mal Offensivliste, kann das sein. Er drückt U-Turn, macht somit kaum Schaden und wir können Siedewasser drücken. Und machen dem PP eigentlich ganz guten Schaden dafür, dass es Evoliten ist. Drücken Call-Mind, weil ich mir dachte, was will es mir anhaben und dann, es ist auch Call-Mind. Dachte ich mir so, ja, das will ich eigentlich nicht. Ich drücke aber nochmal Siedewasser. Dachte mir, vielleicht wird er greedy oder so und drückt dann einmal zu viel Call-Mind. Hier war ich mal bei Sicherheit, dass er jetzt Softball drücken wird, deshalb konnte ich jetzt in rotem Heat gehen. Er drückt Softball. So, jetzt ist die Frage, rechnet er mit Trick oder nicht? Hier hatte ich aber zu viel Angst, dass er damit rechnet. Deshalb drücke ich jetzt einfach Wall Switch. Das ist safe, das ist gut, deshalb habe ich es auch einfach gemacht. Und die Situation gibt es mir jetzt her, mein King K. Rool zu gehen und irgendwas wird einfach verdammt viel Schaden fressen. Und er spielt Focus Punch mit Choice Scarf. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man Focus Punch mit Scarf spielt. Focus Punch im Gesamten ist das eigentlich ein sehr interessanter Move. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil bei voller KP hätte es wahrscheinlich fast alles überlebt. Und hätte dann irgendwas enormen Schaden drücken können. Aber so, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Da spiele ich doch lieber Drain Punch, oder nicht? Ich weiß nicht, ob er irgendwas Bestimmtes killen wollte. Hier übrigens dachte ich mir so, ja, der brennt. Superpower wird nicht reichen. U-Turn wird auch nicht so viel Schaden. Der hat nichts gegen mich. Focus Blast. Er hat getroffen, ne? Da hat er natürlich auch wieder Glück gehabt, ne? Ich prinzipiell würde Superpower bevorzugen, weil ich damit halt immer treffe, aber Naja. Ist nicht so schlimm. Drücke ich jetzt hier Rock Slide und hier hätte ich eklig sein können und nochmal Rock Slide drücken können und auf den Flinch hoffen können, weil er hätte halt Softball drücken müssen, bis ich entweder ihn flinche oder ich nicht treffe. Und ja, hier drücke ich jetzt einfach mal Vote Switch, weil das halt guten Schaden macht und jetzt gehe ich in Acnologia und es lag eigentlich mehr daran, ich wollte wissen, wie viel so ein Fusion Bolt macht, damit ich ein bisschen schauen kann, wie das Investment ist. Und ja, das Schöne ist nämlich, denn jetzt weiß ich 100%, er wird jetzt sich setupen, denn das war nicht genug Schaden, das Matchup würde er gewinnen und jetzt dachte ich mir, komm, alles oder nichts, jetzt drückst du Trick. Das hilft mir nämlich gegen eigentlich alles und das PP ist jetzt auf Dings gelockt, denn ich muss auch sagen, Trick war in dem Moment auch relativ gut, weil ich davor nicht Trick gedrückt habe. Das heißt, ich könnte quasi, ne, es könnte quasi sein, dass ich keinen Trick habe, ihm das quasi so gezeigt habe, habe es doch, somit ist das Pipi verkrüppelt. Er geht in seinen Glurak und kriegt so viel Schaden vom Wall Switch, was eigentlich hätte es mehr sein können, roter Miet, ne? Ist jetzt nicht komplett, also ist jetzt halt natürlich nicht offensive pure Power, aber naja. Hier drücke ich Earth Power, höchstwahrscheinlich wäre Fusion Bolt an der Stelle wäre eigentlich besser gewesen. Was auch sogar relativ viel Schaden gemacht hätte und hier geht er in die Mega. Hier war jetzt die Frage, wird er roosten oder wird er angreifen? Ich dachte mir eigentlich, er wird roosten. Der outspeedet mich halt. Deshalb habe ich jetzt Bolt Switch gedrückt. Es kommt jetzt. Hier habe ich jetzt ihm gezeigt, so jetzt komm, greif mich an. Hat aber nicht getan. Er rechnet anscheinend immer noch damit, dass ich Scarf bin. Deshalb bin ich jetzt auf Outrage gegangen. So, er hat immer noch die Befürchtung, dass ich Scarf bin, ihn outspeede und damit ihn kille. Ist natürlich gefährlich für ihn und Schmelzofen ist hier einfach unser Matchwinner, muss ich einfach sagen. Wir können Wall switchen, macht guten Schaden. Macht leider nicht mehr. Ach ja, macht nicht mehr so viel Schaden, weil wir den Specs weggegeben haben. Stimmt, da war ja. Und jetzt ist die Situation, wo ich in meinen Magic Kaito gehen kann. Mumbles macht kaum Schaden. Und wir können jetzt irgendwas mit einer Psychokinese verdammt viel Schaden machen. Beziehungsweise, was heißt verdammt viel? Wir können im Kavalanzas ziemlich guten Schaden machen, weil ich meine 24% dafür, dass er resisted ist. Und können, er hat Leftovers, also keine Anti-Feuerwehre, auch keine Offensivfeste. Und wir können Hidden Power Fire drücken. Das heißt, das Viech stirbt. Eigentlich garantiert, weil zur Not wären wir danach in Kaleo gegangen. Jetzt geht er in sein Tornadus T und trifft leider den Hurricane. Wir überleben, werden aber konfusioniert. Das ist aber eigentlich egal, weil er jetzt halt U-Turn oder irgendwas drücken kann, was uns einfach killt. Hier geht er sogar nochmal auf den Hurricane. Was ich sagen muss, ist risky, ne? Weil er hätte jetzt nochmal viel Siedewasserschaden kriegen können. Deshalb
Ja, aber wir gehen in unsere Scarf-Archiops, drücken Rockslide und eigentlich haben wir im Prinzip diesen Kampf jetzt gewonnen. Denn es kommt jetzt nur noch auf den Flinch an. Hier hatte ich aber keinen Bock, hier warten, bis der Flinch kommt. Ich meine, er kann zwar eh nur Moonblast drücken, aber er hat jetzt Specs, das heißt, er könnte uns unter die Range bringen. Und bevor das noch mit dem Sartex gefährlich werden kann, denn wenn er zwei D-Dances raushaut, gewinnt er noch, ne? Möchte ich hier mal anmerken. Kann das noch gefährlich werden, deshalb bin ich jetzt in meinen Mega-Elekazam gegangen. Dieses killt jetzt das Pipi. Und er geht jetzt in Sartex. So, die Frage ist, was wir jetzt machen? Wir können jetzt Psychokinese drücken. Und er drückt D-Dance. So, er hat jetzt zwei Möglichkeiten in dieser Situation. Eigentlich drei, aber die dritte wäre, naja, ja, ist egal. Er könnte jetzt nochmal D-Dance drücken. Was? Nein, er kann eigentlich nur. Was laber ich? Er hat drei Situationen. Wenn er D-Dance drückt, stirbt er. Wenn er einen Angriff drückt, stirbt er trotzdem, weil. Ja, nicht mal unbedingt. Wenn er denkt, dass Kieran Black mein Scarfer ist, dann könnte er jetzt auch auf den Angriff gehen. Im Prinzip muss er Roost drücken, sagen wir es so. Das würde er auch machen. Und tut er aber nicht. Er drückt Out. Hat er nicht Roost gedrückt? Da hat er Outrage gedrückt. Ich gehe. Warum hat er nicht Roost gedrückt? Wäre Roost in diesem Fall nicht besser gewesen? Eigentlich wäre es besser gewesen, ne? Weil dann, aber wenn der Psychic Drop gekommen wäre, wie viel hat denn der Psychic davor gemacht? 56%, okay, Roost hätte doch keinen Sinn gemacht. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Hier wollte ich nochmal stylisch sein, in mein Hubbard Berry Kieran Black gehen. Ich wusste nicht, ob ich es tanke oder nicht. Es war mir in dem Moment auch egal. Ich dachte mir so, yay! Wir haben den letzten Spieltag der Hinrunde gewonnen. Agnologie hat nochmal einen Kill gemacht. Wir sehen uns zur Rückrunde. Bis dann und ciao!